Was geht ab, YouTube Adrenis? Wir haben heute zu Gast die wunderschöne schwarze Waterdrop-Flasche, ja, aus dem Starter-Set, das es gerade gibt, ja, Ausrufezeichen Waterdrop. Ihr könnt, erster Link im Bio, mit dem Code SEMI10 nochmal 10% auf jede Bestellung bei Waterdrop. Und ich habe noch zu Gast. Sammy ist ein Dovi. Ich habe noch zu Gast meine Süße. Okay, warte, was ist süß hier auf dem Tisch? Süße. Okay. Ja, okay. Patties von Waterdrop. Ist einmal klar. Oro, Shiro und Nero, die auch im Starterpaket vorhanden sind. Und Mr. LaRue ist auch am Start. Und wir gucken uns heute Erkenne den Volljährigen an mit Chelo und Abdi und mehr. Ich küsse eure Herzen, meine Frau versucht zu erraten. Kommt gerne in den Stream, auch in der Bio. Kommt, folgt auf Twitch. Wir sind richtig aktiv jetzt im November und im Dezember auch. Also würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da sein würdet. So, wir gehen rein. Bist du ready? Of course, sowieso. Du musst, heute jeder hat auf dich gewettet, gell? Oh Mann. Mein Name ist Ey, ist so eine lustige Folge. Neues sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute habe ich was ganz Besonderes für euch am Start, nämlich Erkenne den Volljährigen. Wir haben ja damals gedreht, Erkenne den Minderjährigen. Ansonsten würde ich sagen, schlagen wir gar nicht groß rum, sondern bitten diese Special Guest einmal bitte rein! Wow, wow! Das wird so lustig, gell? Das ist ein schöner Mann, oder? Dein Herz. Wow! Oh mein Gott! Abdi, Abdi, Abdraheim, Abdraheim! Oh mein Gott! Cello Galileo! Ja, ja, hey! Ich zitter! Oh mein Gott! Es geht, Bro, alles gut? Alles gut? Ewa, Avengers raus! Avengers! Super, muss! Sehr schön! Jungs, setzt euch! Geisteskrank, was ist das? Habt ihr uns was mitgebracht, oder was? Ja, extra für euch! Nana-Tee? Kann nach dem Kaffee auf Nana-Tee! Wo kriegst du das her? Bruder, überall, in bestimmten Märkten, online gibt. Was ist für ein Rillerfleck hier auf diesem Tisch? Macht euch selber ein Bild, wie es schmeckt. Also bis jetzt, die Resonanzen sind sehr gut. Heftig. Nein, was geht heute? Wir haben ja schon mal gedreht, Erkenne den Minderjährigen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ja, ja, normal, Bruder. Alles. Ja, du so wie, Bruder. Sammy immer, Bruder. Ich habe letztens noch geguckt mit Freddy aus Hannover, alle. Und heute Erkenne den Volljährigen. Heute drehen wir genau andersrum. Digga, das ist echt schwer, ja. Das Ding ist, weißt du, warum es noch schwerer wird? Wir haben heute 8 Kandidaten hier. Was? Boah, dann muss schnell gehen, Bruder. Bisschen too much, deswegen müssen wir auch rein. 8 Kandidaten, okay, ist immer, Bruder. Gerd Reddys, hör zu. 8 Kandidaten, das ist geisteskrank schwer. Das ist viel. Und geisteskrank schwer. Radikal dann rausholen, ne? Expresskasse machen. Wie früher im Aldi, kennst du, wo die eingetippt werden? 18 hart. Genau so. Genau diese. Boah, das ist schon mal eine gute Frage. Wer kennt Aldi noch, wo Kassierer ohne Strich? Ja. Schon so lange her, gell? Jeder Artikel wurde eingetippt. Nicht mal ich kenn das, Bruder. Nicht mal du kennst das, gell? Weil Chilo hat mal damals in Schule mit Morsecode geschrieben. Ich hab mich selbst nicht. Chelo, der Arme, gell? Der ist ja 58 oder so, gell? Ehrlich? Wie alt ist er denn? Der ist sehr alt. Chelo ist alt. Ist er über 40? Ja, guck mal. Ich hab ihn gefickt. Chelo ist alt. Chelo hat mal damals in Schule mit Morsecode geschrieben. Ich hab mein Zeugnis per Fax bekommen. Der war auch aus Tattoo-Schule. Hostato-Universität, Fakultät, ja. Ey, nee, ich freu mich, Bruder. Alright, ich freu mich auch. Lass mal die Kandidaten abchecken. Ja, deswegen würde ich sagen, starten wir gar nicht uns rum, oder? So, die Teilnehmer. Boah, ich bin dick gespannt. Das ist sehr schwer, Digga. Einer davon ist volljährig. Vorne links. Wer? So wie Klassenfahrt. Mhm. Ist wie Klassenfahrt gewesen. Und jetzt nur so zum Verständnis. Was unterscheidet einen 17-Jährigen, der in 2 Wochen 18 wird, zu einem 18-Jährigen, der vor 2 Wochen 18 geworden ist? Oh Mann. Das ist die Frage. Das ist das Schwere an der ganzen Geschichte. Ich denke, man kann die Leute eher so ertappen mit so Daten und so, wenn du fragst, zu welchem Datum das und das. Guck.
8 Leute. Oh mein Gott. Das wird hart. Auf wen tippt ihr? Wer sieht volljährig aus? Cousin, ich sag dir ehrlich, schwierig. Die sehen alle jung aus. Was? Viel zu schwierig. Ja. Am Ende sind das alle 17-Jährige. So. Die sahen alle so jung aus. Der ist zu auffällig, der sieht zu stabil aus. Ja, ja, der ist 15, 16, safe. So vom Dorf irgendwo. Das Fruchtzwerge, war das. Dieses Calciumgehalt bei ihm ist sehr hoch. Das erste Täuschungsmanöver schon mal. Ja, 100%. Ja, 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 der hat gestern Schamhaare bekommen. Sammy, ja? kennst du den einen hier? Der war schon mal da, der war schon mal da. Bei was war der bei da? Drillinge. Ey, ich hab die so gemobbt. Ich hab sie jetzt erst vergessen. Oh mein Gott. Ey, wird, weißt du, wie viel eigentlich rausgeschnitten wird bei mir? Ja, natürlich. Ich übertreibe komplett Reddys, gell? Ich nehme die Leute so, die sind einfach... Aber ich muss jetzt mein Job, ich muss die Leute so ein bisschen in die Enge treiben, damit die nervös werden und so. Das mache ich ja auch gerne, so, weißt du? Du machst auch richtig gut, also mit dir in der Jury. Ja, du hast gestern Schamhaare und so. Zeig mal diese kleinen Pickelchen da unten. Nein, du bist minderjährig. FBI, open up, gesehen. Alle, du kleiner Bobbler, Walla, ist dein Hauptjob hier geworden. Der war schon mal da, der war schon mal da. Was war der da? Wenn man jetzt 18 ist, in welchem Jahr ist man geboren? Boah, ich weiß gar nicht. Wenn man jetzt 18 ist, ist man... 2003? Nee, 2004. 2004? Ich glaube 2004, ja. Alle, du kleiner Bobbler, Walla, ist dein Hauptjob hier geworden, oder? Sammy, weißt du, was mich wundert? Weil normalerweise nehmen wir... Ah, 2004. Ja, ist hart. Nur über 18-Jährige, weißt du? Digga, du bist so ein Fuchs, gell? Ey, aber das zählt nicht, weil ihr wisst, ihr kennt die Vorgeschichten. Aber guck mal, der Mauer da hinten, Bruder, der ist ganz gefährlich. Was sagst du, Chilo Abi? Ich würde sagen, der hier. Also, ich kann dir eine Sache sagen nach ihm. Der ganz rechts ist größte Bluff. Ja, denke ich auch. Bruder, der kann Fortnite spielen wie ein 15-Jähriger, Cousin, gell? Okay. Ich würde mir gerne die Storys anhören. Das ist ein interessantes Thema, ja, weil es schwer ist. Unnormal schwer, vor allem bei 8 Leuten. Weil, Bruder, wie unterscheidest du einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen? Deswegen, aber es gibt verschiedene Fragen, weißt du? Am Stehen, am Verhalten. Am Verhalten, bravo. Nicht nur das, Bruder, das ist ja ein Jahr, aber so Autofahren, solche Geschichten. Ja. Ich hab Barber-Frage, Bruder. Deswegen würde ich sagen, schauen wir gar nicht was rum, dann kann der Erste vorne rechts sich schon mal vorstellen. Also, ich bin Ari. Ich bin gespannt, ob du das erraten wirst. Ehrlich? Weil es ist ehrlich schwer. Ich bin sehr gespannt, Alina. Ehrlich, ich bin 18. Glaubst du an mich? Ich beliebe in dich. Okay. Ich beliebe in dich. 10 Jahre alt, ich komme vom Fort. Was denkst du denn? Hab ich es geschafft, das zu erraten? Ja. Okay. Zähmung. Ich sag jetzt schon, Walla, es ist sehr, sehr, sehr schwer. Ehrlich? Es ist Walla, Billa, Walla. Es ist sehr, sehr, sehr schwer. Aus Baden-Württemberg. Arian, Albaner? Zur Hälfte, ja. Und ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, außer... Von wo aus? Zur Hälfte. 10 Jahre alt. Gleich was rum, dann kann der Erste vorne rechts sich schon mal vorstellen. Also, ich bin Arian, ich bin 18 Jahre alt. Ich komme von Pforzheim aus Baden-Württemberg. Arian. Redet der für dich erwachsen? Nee. Okay, dann warten wir auf die anderen an. Ja, die reden bestimmt alle so. Also. Albaner? Zur Hälfte, ja. Und ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, außer... Von wo aus? Kommst du von Kosovo? Albanien wo? Aus Djakov, aus Kosovo. Welches Baujahr bist du? 2004. Geburtsdatum? 6.1. 6.1. stimmt, 2004 war Fernsehen. Ja, genau. Sagen wir direkt raus. Nein. Der will links sein, aber der ist nicht link, deswegen habe ich es gemerkt. Ja, krass. Bist du in der Schule noch? Nein, zurzeit suche ich Arbeit, weil eigentlich hätte dieses Jahr Ausbildung gemacht. Hör auf, so anders Ding. Penner? Zurzeit ja. Hast du Führerschein? Das war ein richtiger Penner, Digga. Ich weiß nicht, ob die das jetzt auch reinschneiden, gell? Der kam später nach vorne. Ey, ich will noch nicht spoilern. Vielleicht schneiden die. Sag nix. Digga, das ist so lustig. Der war richtig Penner, der Arme. Aber er ist ein süßer Typ gewesen. Ich küsse dein Auge, mein 18-jähriger Bruder. Alter. Nein, ich bin gesperrt bis 21. Warum? Ich bin mit meinem Roller zu schnell gefahren, wurde zweimal erwischt. Ja, mein Kiffen erwischt. Ich kenn die Politik. Mit Roller zu schnell. Mit Roller zu schnell. Wie schnell war dein Roller? Also, er war bei 64 km/h, wurde auch ein Lichtbild gemacht. Ich wollte noch dribbeln, aber... Ja, aber bis wie viel darfst du fahren? Ich durfte nur bis 25, ich habe nur einen Mofa-Führerschein. Ja, 25 ist bis 16, aber 18 kann man bis 10 fahren, 50 oder nicht? Ich weiß nicht. Bruder, ich habe selbe Probleme wie der. Alle ab, die Dinger. Hast du doch schon live gehört. Ja, aber es ist lustig, Digga. Abdi ist so lustig, gell? Du weißt gar nicht, wie lustig. Wenn man das nochmal hört, gell? Das ist so lustig. Wir überlegen gerade so, ey, 25 km/h? Das haben wir doch nur bis 16 oder 50 bis 18, gell? Ja. Na, was sagst du, Chelo? Ich weiß nicht, nein, was... Abdi... Alle Bruder, ich hab gleiche Probleme wie er. Das ist lustig, Digga. Ja, das ist lustig. Mofa-Führerschein. 25 ist bis 16, aber 18 kann man bis 10 fahren, 50 oder nicht? Ich weiß nicht.
Bruder, ich hab selbe Probleme wie der. Das ist Abdis Baba, Digga. Das ist der Beitrag. Ja, ja, okay, okay, schwierig. Ey, was hast du denn dein E-Factor drin? Ja, ja, daran kannst du auch krass. Ja! Parfüm, Feuerzeug, Kippen. Darf ich sehen, bitte, Bruder? Ja, ich komm, ich will sehen. Zeig mir deine Tasche. Komm, Bruder, zeig uns mal deine Tasche. Komm mal kurz mit. Komm mal mit, Bruder. Kommen Sie mal mit zum Zoll. Kein Perso. Nein. Solange du keinen Ballermann hier hast, Bruder. Kontrolle machen. Guck mal. Dicke Indizien, Bruder. Warum machst du mich glücklich? Das ist Cannabis for Men, oder was ist das? Ja. Ohne Lüge? Nein, sag nix. Wallah, hatte den. Ich schwöre auf alles, da waren... Du musst nicht schwören. Alles. Ich sag euch nur, Dreddys, da waren so 3, 4. Wirklich. Wallah. Ja, dieses Parfüm. Krasse Parfüm, Bruder, Larif, Cash, weißt du. Okay, der ist 17, würde ich tippen jetzt. Bruder, er ist noch jünger. Er kommt aus Kosovo, aus einer ländlichen Gegend. Er ist 14,5. Er hat 4 Packs in seiner Tasche gehabt, Cousin. Das ist auch so. Ich schwöre auf alle, er hat 4 Packs. Natürlich, Cousin. Vielleicht lüge ich auch. Okay. Ja, dann danke dir erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten. Ja, wirklich? Der hat bestimmt nur Gewürze dabei gehabt. Das waren Gewürze, aber da waren 4 Packungen drin. Basilikum. Ja. Hallo, ich bin Nick. Ich bin vor knapp 2 Wochen 18 geworden und ich komme aus Löhne. Wann bist du geboren? 10.09.2004. Nick. Dick, was hast du zum Geburtstag bekommen? Von meinen Eltern habe ich 500 Euro bekommen. Ja, 500, okay, und? Und von meinem Bruder eine PS5. Aber du bist ja 16 geworden und nicht 18. Ich bin 18 geworden. Das 5 war Wahrheit, die 500 waren Wahrheit, aber dieses 18 war geleiert. Was bist du von Sternzeichen? Jungfrau. Was sagst du, ja? Alina, die haben 3 Millionen Kanalpunkte auf dich getippt. Konzentrier dich. Wieso machst du mir denn... Konzentrier dich bitte. Frau, was hast du für einen Abschluss? Ich bin in der Schule. Schule, welche Klasse? 12. Q1. Ey Bruder, noch Q1, ist man noch nicht 18. Was ist Q1? Oh. Diese Audi. Vorher waren es 12, glaube ich, und jetzt... Audi Q1. Jetzt sind es 13. Das war richtig. Abdi, Digga, alle Walla. Ey Bruder, noch Q1, ist man noch nicht 18. Was ist Q1? Oh. Diese Audi. Alle, wenn man Abitur macht, dann ist doch die E-Phase und dann kommt Q1, Q2, Q3, Q4. Wisst ihr, Dreddys? Also das sind die Klassen im Abitur. Und danach, wir sagen, was ist Q1? Abdi sagt, diese Audi. Vorher waren es 12, glaube ich, und jetzt... Audi Q1. Jetzt sind es 13. Was hast du für Leistungskurse? Ich habe heute beide Leistungskurse wiederbekommen. 4- in Sovi und 4+ in Englisch. Der macht wirklich Abi, Bruder, aber der ist 16. Wie alt ist man denn, wenn man Abi macht? Was ist Sovi? Weiß ich nicht. Sozialwirtschaft oder so. Bruder, ich war 19, als ich Abi gemacht habe. Maschallah, hast du Abi? Nein, ich war abgebrochen. Ah, ich auch, oder? Oder du auch? Fast Abi abgebrochen. Ich habe richtig Abi. Maschallah, du bist schlauer als ich. Aber ich war schon 24 oder so, ehrlich. Hast du einen Führerschein? Ich bin dabei, also fast fertig. Ah, du bist so einer, der, wenn er 18 ist, schon direkt Führerschein hat, das kaufe ich nicht ab. Hast du die Namen von deiner Mutter draufgeschrieben auf diesen Führerschein? Ja. Das muss man mit 17 noch. Okay. Schwierig. Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir mit der nächsten weiter. Also ich bin die Juline, ich bin 19 Jahre jung und ich komme aus Würzburg. Nee, nicht Juline. 19 Jahre. Was machst du beruflich? Ich bin angehende Krankenschwester. Also ich bin nächstes Jahr im Juni circa fertig. Juline, zeig mal deine Milchzähne. Ey, du bist so gemein. Die Arme. Ey, dieser Sammy ist so ein Wichser, Digga. Ja, ich habe noch eine Zahnspange, aber ja, hat nichts zu heißen. Ja. Ich denke ehrlich, du bist noch 16. Du kannst auch ehrlich jetzt sagen und dich hinsetzen. Findest du? Also sag dir ehrlich, sie sieht ziemlich jung aus, auch so vom Lächeln und so. Hast du schon einen Führerschein? Ja. Wie geht Ölwechsel? Hast du sie angeguckt? Vom Lächeln. Aber das weiß ich auch nicht, Bruder. Der war gut. Erzähl mit Madame. Also ich kann dir sagen, wie man den Ölstand misst. Ja, sag mal bitte. Also dann nimmst du den Stab raus, wischt einmal ab, gehst dann nochmal rein mit dem Stab und dann guckst du und dann kannst du das erkennen. Aber ey, ein 17-Jähriger kann auch Führerschein haben, Cousin. Ich habe auch Führerschein, ich weiß nicht, wie Ölwechsel funktioniert. Weißt du, wie krass es ist, dass Leute, die mit 16 kann man Führerschein machen, gell? Ich glaube, ja. Mit wie vielen Jahren kann man einen Führerschein 16, machen, Mott? Für, Nee, Auto. Ich rede von Autoführerschein. Nee, ich glaube, erst ab 17. 16, gell? Mit 16? Guck mal, mit 16 kann man einen Führerschein machen. Ich bin 28 und habe keinen Führerschein. Ja, das ist... Mit 16 Jahren kann man einen Führerschein machen, Dreddys. Aber ich habe auch erst mit 19 gemacht. Ja, aber überleg mal.
ich bin 28 und es, mit 16 kann man das begleitbare Fahren machen, warum oder? Warum hast du das nicht gemacht? Nein, ich war nicht, ich hab keinen Führerschein. Ja, ich schon. Ach so, warum? Du hast keinen Bock darauf zu lernen. Ey, auf jeden Fall. Okay, Madame, danke. So schnell. Warte. Ja, Janine, wann hast du Geburtstag? Am 1.1.2003. Der erste ist voll, so voll, so wenn du Fake-Account machst. Ja, aber Bruder, würdest du die erste sagen, wenn sie faken würde jetzt? Warte mal. Bei ihr. 1.1.2003. Und wenn man 2004 ist, man 18, ach, sie ist 19. Aha. Okay. Erste. Ja, mein Vater ist auch erste geworden. Angeblich. Warum sollte die lügen? Die kommt doch nicht von Marokko, Bruder, dass die erste. Erste ist voll, so voll, so wenn du Fake-Account machst. Ja, aber Bruder, würdest du die erste sagen, wenn sie faken würde jetzt? Nee, bei ihr, warum sollte die lügen? Die kommt doch nicht von Marokko, Bruder, dass die erste sagen muss. Ja, aber dann ist sie vielleicht wirklich 19. Nein, die ist wahrscheinlich wirklich am 1.1. geboren. Meinst du? Ja. Was ist das für ein Schicksal? Ich glaub, um wie viel Uhr sein? Genau am 1.1. bist du denn geboren? Das muss man ja messen. Ja, so circa um 1.30 Uhr, 40. Warst du das früheste Neugeborene in der Stadt, dass du in Bild-Zeitung gelandet bist? Ja, richtig, ich war in der Zeitung. Krass, okay. Aber das kann ja alles stimmen. Das Ding ist, das Jahr kann halt nicht stimmen, ne? Ey, warte. Hattest du auch so Mutti-Zettel, als du deinen Führerschein gemacht hast? Nee, ich habe den erst mit 18 gemacht. Hast du Abi gemacht? Ich habe mittlere Reife gemacht und danach gleich die Ausbildung zur Krankenschwester. In welchem Lehrjahr? Im Oberkurs jetzt, also im dritten Lehrjahr. Ich glaube ihr. Ich find die Sau authentisch. Ja, jetzt habe ich sie, Bruder. Dritte Lehrjahr Krankenschwester? Ja, genau. Pass mal auf. Es, ey, ja, nee, jetzt kommt Super-Experte Krankenschwester-Basiswissen. Das war schon Krankenschwester-Ding, ich jetzt raushaue. So, was heißt Schädel auf Lateinisch? Kranium. Von wem hast du das? Das ist mein Wort, Cousin. Was heißt Schädel auf Lateinisch, Cousin? Boah, Walla, Wille, stimmt doch, Bruder. Aber das hat erstmal noch nichts zu heißen. Aber Bruder. Aber das ist. Also, guck mal. Weil drittes Lehrjahr, muss man es wissen, oder nicht? Ja, das lernt man schon am ersten. Und drittes Lehrjahr heißt ja eigentlich schon, man ist schon ein bisschen älter als 15 oder 16. Ja. Es kann aber auch sein, dass da ein bisschen gefuscht wird hier, Mensch. Eine andere Folge angeschaut worden ist, vielleicht von Grey's Anatomy. Von Erkenne den Arzt. Wo das auch schon ein Thema war oder so, aber ja. Kranium ist schon ein hartes Wort, Bruder. Das ist, weiß nicht, schon dritte Lehrjahr mäßig. Was ist Pokémon? Gehst du feiern? Kilo, ja. In welche Clubs? In Würzburg, ins. Alle in Frankfurt gab's auch. Montag, Schatten dazwischen. Montag, Black Monday. Ab wann machen Clubs auf, so grundsätzlich? 22 Uhr so circa. Ist das so? Weiß ich gar nicht, war nie feiern. Weiß ich, gehe auch nie feiern. Nein, Digga. Um wie viel Uhr musst du deinen Ausweis abholen, wenn du rausgehst? Boah. Guck, alte Türsteher, gute Frage, alte Türsteher. Bruder, gute Frage. Am Anfang halt. Also du gibst deinen Ausweis ab, ne? Ey, ich geb den nicht ab, ich zeig den und dann nehme ich den wieder mit. Okay, alles klar. Okay, wenn man unter 18 ist, muss man seinen Ausweis ja wieder abholen, wenn man raus, weil man muss vor 0 Uhr raus. Ach so. Weißt du, damit du nicht länger im Club bleibst, als du eigentlich darfst. Und da hat sie so ein bisschen. Guck mal, da machen wir mit dem nächsten. Wenn du 17 bist, gibst du deinen Ausweis ab. Ja, und ja. Dann, wenn du wieder gehst, holst du den. Ja, damit sie wissen, dass du noch im Club drin bist. Suchen die dich dann, wenn du. Ja, natürlich suchen die dich. Ehrlich? Du darfst doch gar nicht da bleiben, wenn Ordnungsamt kommt. Bruder, Alter. Moin, ich bin Danisch, habe am 20.06.2003 Geburtstag. Ich arbeite beim Steuerberater als Steuerfachangestellter im dritten Ausbildungsjahr. Was? Wie alt bist du denn? Ich bin 19. 19? Niemals. Ihr werdet alle, wie süß. Kennst du Tim Franz? Alter, der Abdi, der wollte in seine Backe kneifen. Guck mal. Alle, wie süß. Gucci. Der wollte so in seine Backe, der arme Kleine. 19? Niemals. Ja, der hat alle, wie süß, der ist schon vorhanden. Kennst du den Franz Zapota? Nein. Boah, der verpischt, Cousin, du bist 15. Abdi auf, tschuki. Ich komm. Kennst du das Lied Franz Zapota? Nein, verpisch, du bist 15, Junge, verpisch mal, Junge. Ihr seid Kinder. Guck mal. 19? Niemals. Ja, der hat alle, wie süß, der ist schon gerade. Kennst du Tiet Franz Zapota? Nein. Boah, der verpischt, Cousin, du bist 15. Wichtig, oder? Sami ist absoluter Matrix-Springer. Du bist Steuerfachangestellter. In der Ausbildung, im dritten Ausbildungsjahr. Das Ding ist, ich glaube, Sammy, weil ich immer diese Steuerfragen stelle, hat er sich extra ausgedacht. Okay, und sich vorbereitet, weißt du? Höchststeuersatz. Im Prozent oder
Ein Cent, was? Ja, 42% plus die 3% für, oh, den Fachbegriff kenne ich reiche jetzt nicht, aber es gibt auch eine reiche Steuer, die 3%. Ab wann muss man die zahlen? Ab über 52.000. Boah, ist gut. Also 55 oder 52.000 Netteinkommen, also netto. Aber 52? Ja. 52 verdient Damen in der Woche, Cousin. Also ich muss sagen, als Steuerfachangestellter schaut man, also... Bruder, er sagt 52.000 Euro? Musst du Reichensteuer zahlen. Cousin, das ist eine Instagram-Story von Nahim Sky. Bruder, das ist eine Instagram-Story von Nahim Sky. Also macht das Programm. Datev macht das meistens. Bruder, hör auf, du kannst Lehrbuch chinesisch rückwärts, Cousin. Übertreib nicht. Was meine hauptsächliche Aufgabe ist, ich buche. Ich mache die Buchhaltung von unseren Mandanten. Und also ich buche nur für 3 Eingang, und, also nach Bank und Kassenstand. Kein Plan, was das ist, aber... aber es kann auch vorbereitet sein. Erst Praktikum. Das mit Reichsteuer ist schon ein bisschen komisch, weil das ist eigentlich so. Das ist Grundwissen, das müsste man. Weiß man. Nein, du hast gut gepunktet. Was hörst du für Musik? Alles Mögliche. Ich höre euch, ich höre also dich, ich höre auch euch. Okay, was ist ein Song, kennst du von mir? Songs, oh. Also was ich letztens auch gehört habe, ist von Peimann, Cinderella. Ich komme ja auch aus Hamburg. Ich habe von euch, also das ist heftig. Ich habe einen ganz jungen Alter Besuchstag gehört. Bruder, bestell mal so eine Palette auch Nanatee langsam, Bruder, wenn du uns so krass weißt. Bruder, rap mal ab, diesen Part. Erwachsenen voll zu Mutter ist im Knast heute zu Besuch. Ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Sam Haya Jula, mein Sohn. Ach, so Sam Haya Jula. Julia, wer ist Julia? Ich kenne dich schon vom Fenster. Sam Haya Julia, dein ja. Sohn ist ein Gangster. Geil. Ja, komm, gib ihm mal. Hol ihn in Recall rein. Komm zu Rap La Rue. Du bist der kurzeste 15-Jährige, den ich kenne, wenn ich sag dir ehrlich. Was machst du doch privat, hobbymäßig? Ich arbeite noch nebenbei bei der Deutschen Post als Minijob. Porno-Minijob. Ich arbeite noch nebenbei bei der Deutschen Post als Minijob. Porno-Minijob. Oh Mann. Ey, ihr seid unterhaltsamer als die ganze Folge. Ey, Digga, der ist 15. Der sagt, ich arbeite Post-Mini-Job ab. Die sagen, Porno-Mini-Job. Digga, es war so lustig, gell. Bruder, zum Glück haben die das alles drinnen gelassen. Das war so Entertainment. Ich wollte noch nebenbei bei der Deutschen Post als Mini-Job. Porno-Mini-Job. Der 16 gesagt. Ja, ich dachte, du bist Steuerfachangestellter. Im dritten Ausbildungsjahr. Okay, und das kannst du noch nebenher machen? Also ich darf das nebenbei machen, mit Absprache meines Arbeitgebers, also mit meinem Chef. Okay, du bist stark. Dann danke dir erstmal, dann würde ich sagen, danke, machen wir mit dem hinten rechts weiter. Hallo, mein Name ist Atalay. Ich bin am 28.01.2004 geboren. Ich habe jetzt mein Fachabi gemacht, ich bin jetzt im ersten Ausbildungsjahr und komme aus Berlin. Boah, dieses Geburtsdatum hast du richtig auswendig gelernt. Ja, nein, hast du gemerkt? Ja, unnormal. Was bist du von? Was hat der für ein Geburtsdatum? Ja, hier teil zuständig. Ich weiß geboren. Ich, rechts weiter. Hallo, mein Name ist Atalay. Ich bin am 28.01.2004 geboren. Ich habe jetzt mein Fachabi gemacht, ich bin jetzt im ersten Ausbildungsjahr und komme aus Berlin. Boah, dieses Geburtsdatum hast du richtig auswendig gelernt. Ja, nein, hast du gemerkt? Ja, unnormal. Was bist du für ein Sternzeichen? Wassermann. Wenn jemand 1999 geboren ist, wie alt ist er? 23. Wenn jemand 2006 geboren ist, wie alt ist er? Boah, ich muss rechnen. 7, 8, 9, 10. Guck mal, der benutzt seine Finger. 37-Jährige, die Finger benutzen. Ja. Ich kenne auch so manche Baba. Hör zu, Jungs. Er ist 16. Warum musstest du gerade nachrechnen? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, er ist 97er, weiß ich, er ist 21. Ich bin richtig aufgeregt, deswegen habe ich jetzt nicht daran gedacht, 2 Jahre runterzuzählen. Ich habe von 6 hochgezählt. Weil du nicht 18 bist. Wenn jemand kommt und sagt, er ist 97er, weiß ich, er ist 21. Ich weiß nicht. Das kommt. Hä? 97 ist doch nicht. Oder der macht einfach mit seinen Fingern so, Digga. Oh Mann, nein. Ja, das glaubst du, aber. Atalay, seit wann hast du deinen Bart, Cousin? Mit wie vielen Jahren? Bart hab ich jetzt. 9? Jetzt angefangen. 9, sagt er! Er sagt ja vor 2 Jahren, Bruder. Vor 2 Jahren. Er sagt ja vor 2 Jahren, hab ich. Du bist los. Er hat angefangen, aber ich hab nur so ein bisschen unten. Und es hat mich aufgeregt, weil ich wollte unbedingt haben, dass mein Bart bis in die Höhe geht. Aber Bruder, mit 15 Bart stabil, Bruder. Ja, aber es hat mich aufgeregt, dass es... Guck mal, er sagt, ja, hast du gehört? Vor 2 Jahren, mit 15 Bart stabil, gell? Digga, Mien! Frankfurt! Was sind so lange mit Frankfurt? Bart, 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 Ding. Bart! Fertig. Danke, Bruder. Der Nächste, bitte. Lass mit dem Nächsten weitermachen. Also, hallo, mein Name ist Sario, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Pforzheim. Ich bin gerade Arbeit suchen und wohne noch bei meinen Eltern. Hast du Schläge wegen dem Tattoo bekommen?
Das ist eine wichtige. Ey, wie hab ich gefeuert in der Wolke? Ich erinnere mich gar nicht. Okay, warte. Wegen dem Tattoo bekommen? Ja, ich komme aus Pforzheim. Ich bin gerade Arbeit suchen und wohne noch bei meinen Eltern. Hast du Schläge wegen dem Tattoo bekommen? Nein. Das ist eine wichtige Frage. Okay, wann hast du die Tattoos gemacht? Mein erstes habe ich mit 16 geschoben. Also vor 2 Wochen. Aber man darf doch erst ab 18 Tattoos machen. Ja, krass. Kann man schon früher mit Elternerlaubnis machen. Ey, Bruder, man muss viel auf Aussehen achten. Das sagt viel über dein Alter aus, Bruder. Was sagst du denn bei ihm? Das sagt bei ihm, dass er 16 ist oder 17. Was machst du beruflich? Gar nichts, ich bin gerade arbeitssuchend. Was hast du schulisch gemacht? Ich hab 2020 meinen Hauptschulabschluss verkackt. Dann habe ich den 2021 nachgeholt. Ich habe AV Dual gemacht. Wofür stehen deine Tattoos? Zeig mal bitte. Die AK hat von Tupac inspiriert, oder? An alle Kinder, tätowiert euch nicht. Macht's nicht, wenn ihr unter 18 seid, die Steht da das Geburtsdatum von deinem Vater drauf? Stabil. Wann ist er geboren? 86. Maschallah. Wofür steht die Waffe? Warum hast du eine Waffe tätowiert? Wie soll ich das sagen? Früher war mal bei mir eine Hausdurchsuchung. Aber Bruder, der Chelo ist 4 Jahre älter als dein Vater. Ja. Bruder, schon hart, wenn du 18 bist, Bruder. Meine Mutter ist mit 16 schwanger geworden. Boah, Digga. Wie schön, dass du geboren bist. Chelo ist 82er Baujahr, glaube ich. Das ist so gemein. Das ist hart. Ja, Chelo ist 12 Jahre älter als ich. Der ist einfach älter als sein Vater. Ja, Chelo ist älter als alle Väter, glaube ich. Aber von warte mal. Wirklich? Aber warte mal. Wenn der 86 geboren ist. Ja, der erzählt. Hör zu, der erzählt jetzt. Okay, okay. Er ist mit 16 schwanger geworden. Das ist sein Vater? Ja. Und Bruder, schon hart, wenn du 18 bist, Bruder. Meine Mutter ist mit 16 schwanger geworden. Boah, Digga. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich echt. Aber 18 ist hart, Bruder. Hättest du gesagt, du bist 17,5. Ja, dann hätte es nicht reingepasst, wenn ich vorgefunden. Okay, die Tattoos sind interessant, Bruder, ja? Du wolltest noch auf die Waffe eingehen. Die hast du dir tätowiert wegen einer Hausdurchsuchung? Weil früher bei mir eine Hausdurchsuchung war, wegen meinem Ex-Stiefvater, weil der so eine Waffe hatte, also eine AK. Und die war halt Replika, sag ich mal. Und ich habe ein Foto auf Instagram hochgeladen und dann 3 Tage später ist die Polizei bei uns reingekommen. Und deswegen lässt du dir die gleich tätowieren? Weil ich habe damals die Anzeige auf mich bekommen und dann wurde sie auf ihn übertragen. Okay. Ich würde sagen, der Nächste. Ja, würde ich auch sagen. Dank dir erstmal, dann machen wir mit dem Nächsten. Und es gibt nicht so viel. Ich bin Navid, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Hamburg. Voll alt auch. Du bist Afghaner? Ja. Ballah! Und wie alt bist du? 18. Wann bist du 18 geworden? Am 18. Januar 2004. Was bist du von Steinzeichen? Steinbock. Du siehst aus wie 16, finde ich. Hörst du Rap? Ja. Was hörst du? Deutschrap, Harun, Kali. Du hast auch noch eine Zahnspange, ne? Ja. Wann hast du die bekommen? Ungefähr vor 2 Jahren die obere. Die untere bekomme ich noch. In welchem Alter? 16 ungefähr. Ey, frag dir mal irgendwas, Sami. Du hast so Baba linke Frage. Kannst du hochhalten? Nochmal Liegestütze? Wie viel schaffst du? Weiß nicht. Gehst du trainieren? Nein. Hast du schon mal eine Freundin gehabt? Boah, Bruder, sag nichts falsch. Ich will Eltern gucken noch. Ja, Bruder, wenn er 18 ist, Cousin? Ja, sag gar nicht. Vielleicht ist er verheiratet, Bruder, mit 18. Ah, okay, schon. Ah, krass. Sorry, bist du verheiratet und hast eine Freundin? Nein, Schatz. Nee. Willst du gerne heiraten? Mach doch. Er ist mit 18, oder? Sag doch jetzt die Möglichkeit. Ich bin 18 grad geworden, sag. Wenn ich 18 bin, ich heirate. Sag doch mal, Bruder. Alright, dann denk dir erstmal, dann machen wir. Von Naim hatte dick viel mit uns zu tun an dem Tag, Digga, gell? Der letzte weiter. Ich bin die Telinas und ich bin auch 18 Jahre alt. Übertreib nicht. Sag mal Wahrheit, wie alt bist du bitte? 18. Aus welchem Land kommst du? Bist du Russin? Ich bin jesidische Kurdin. Ah, mashallah, mashallah. Okay. Wann bist du 18 geworden? 9.3.2004. Alle sind 2004, Cousin. Alle, ne? Alle, außer sie. Nee, die ist 19. Nee, wir haben 19. Noch einen, der 19 ist. Ja. Er war auch 19. Aber obwohl die ist 18, entweder der edle Bruder aus Afghanistan ist 18 oder diese Dame ist 18. Guck mal ihre Kriegshose an. Was machst du beruflich? Ich gehe noch zur Schule. Welche Klasse? 12. Niemals. Ich habe die 10. wiederholt. Warte, du gehst in die 12. und hast die 10. wiederholt. Das geht doch gar nicht. Wann wurdest du eingeschult? Mit 6. Mit 6 Jahren? Dann haut das nicht hin. Doch. Nein. Doch. Nee. Doch. Nein, weil jetzt sind 13 Jahre. Ich war 2019 in der 10. 2020 habe ich dann wiederholt, war wieder in der 10. 2021 in der 11. Und jetzt 2022 bin ich in der 12. Das haut nicht hin. Vertrau mir. Der Bruder hier hat letztes Jahr sein Abi gemacht mit 19 und hat nicht wiederholt. Deswegen ist sie raus. Sie hat ein Jahr, schon mal ein Jahr verheddert. Ja, safe. Du hättest ein Jahr dazu rechnen sollen, dann hättest du. Du hättest nicht sagen sollen, dass du wiederholt hast. Sinus, Cosinus, Tangens will ich noch wissen von dir. Wir hatten das Thema in der 10. nicht, weil ich auf eine Gesamtschule gegangen bin. Für die Berufsschule, auf der ich jetzt bin, wo ich mein. Auf der Gesamtschule. Das hat man trotzdem auf der Gesamtschule. Es geht. Manche Leute hatten das ehrlich nicht. Aber hör einfach. Okay. Hör einfach. Weil du musst jetzt für einen entscheiden. Und es kann sein, dass wir vielleicht sogar den Falschen rauswählen.
Und du musst deine Ding, du hast 8 Leute, die du jetzt rauswählen musst, 7 Leute, die du jetzt rauswählen musst, Alina. Oh Mann, ey. Ja. Und es muss schnell gehen heute. Der raus, der Druck. Raus, der raus. Abitur mache. Das ist dein Fachabi auf der Berufsschule. Mein richtiges Abi. Auf der Berufsschule. Doch, das geht auch. Aber richtiges Abi? Ja, ja, richtiges Abi. Nicht Fachabitur, du Bruder? Nein, nein, Beruf, das ist BG, berufliches Gymnasium. Hab ich noch nie gehört. Da hast du keine Fremdsprache, sondern ein technisches Fach oder sowas. Verstehst du? Was ist dein Leistungskurs? Meine Leistungskurse, ich habe 3, sind Englisch, Spanisch und Deutsch. Was heißt auf Spanisch? Komm, Hotel, wieder ohne Kaffee con leche. Für was ist das? Einfach Abdelrahim aka Diddy Yankee. Wir auch noch aufstehen. Was heißt auf Spanisch? Komm, Hotel, wieder ohne Kaffee con leche. Das ist ein Meme, verstehst du? Ich schwöre es. Ein Alert, Digga. Deutsch? Was heißt auf Spanisch? Komm, Hotel, wieder ohne Kaffee con leche, por favor. Ein Moment, bitte. Deutsch? Was heißt auf Spanisch? Komm, Hotel, wieder ohne Kaffee con leche, por favor. Ein Moment, bitte. Für was ist das spezialisiert? Gesundheit und Soziales. Und du hast Englisch, Spanisch und Deutsch? Genau. Du hast alle 3 Fremdsprachen? Genau, du hast 3 Leistungskurse und 2 Grundkurse. Und einer von den Grundkursen ist halt noch mündlich. Nee, geht doch gar nicht. Es geht nicht, Bruder. Geht nicht, nee, geht nicht. Du kannst nicht 3 Sprachen als LK nehmen. Also wählen wir sie raus? Weil ja. Wir müssen, guck mal, wir haben jetzt alle einmal gehört. Einen müssen wir ja rausholen. Machst du Sport? Ich habe Fußball gespielt. Jetzt wegen einem Jahr vertan. Und sie hat 3 Fremdsprachen als Ding gemacht. Also, willst du die raus? Ja, ich will sie rausnehmen. Okay. Und jetzt mache ich halt Fitness. Und Fußball. Wann hast du Fußball gespielt? Vor einem Jahr noch. Vor einem Jahr? Welche Jugend warst du? D-Jugend. B-Jugend. B-Jugend? B-Jugend? B-Jugend ist mal mit 16, Bruder. A-Jugend ist mal mit 18, Bruder. Nein, ich habe doch letztes Jahr aufgehört. Das heißt, ich bin gar nicht in die A-Jugend gekommen. Vor einem Jahr? Das heißt, ich wäre noch B-Jugend. Man ist auch mit 17 in der A-Jugend. Mhm. Ich habe 10 Jahre lang Fußball gespielt, du bist mit 17 in der A-Jugend. Stark. Bruder, soweit ich weiß, ist man mit 17, 18 in der A-Jugend. 17, 18. Ja. Deswegen ist sie raus. Ich würde sagen, auch raus. Wollt ihr direkt von vornherein? Wir haben acht Leute. Ja, okay, komm. Außerdem heißt es gar nicht mehr A, B, Jugend. Das heißt U17, U15 und so weiter. Tamam, raus. Cello, auch raus? Ja, ja, raus. Okay. Was sagst du? Ja, raus. Okay. Dann dank dir, aber du musst einmal raus. Dankeschön. Einer weniger. Aber warum war sie jetzt so zickig? Wen voten wir? Bist du sicher? Ja, ja, raus. Nächstes raus. Bruder, ich will mit ihm reden hier. Rechts muss raus. Ja, ja, safe. Cousin, wie viele Joints rauchst du am Tag? Gar keine. Bruder, wenn du 18 bist, hast du keine Angst davor. Ich habe auch keine Angst davor. Also rauchst du? Nein, nein. Ja, aber die haben doch bei dir vorhin was in der Tasche gesehen, oder nicht? War da was nicht drin? Kaugummis. Du bist raus, Bruder. Oder, Jungs? Spielst du Fußball? Bruder, der macht UFC, was für ein Ding. MMA. Fußball und ein bisschen Boxen. Boxen? Aber dann war mein Knie am Arsch und dann... Was willst du finden? Wie viel wiegst du? 115. Maschallah. Stabil an, Alter. Der war ein richtiger Brocken, gell? Der ist bestimmt richtig groß gewesen. Der war richtig groß. Krass. 115 Kilo. Ja. Weißt du, 115 ist viel, ja, Alter. Natürlich. Nee, 16. Ja, 16. Ja. Welche Klasse? Ich mach keine Schule mehr. Ich habe Abschluss gemacht dieses Jahr. Abi. Ja, Schulabschluss. Ja. Was Baumdiagramm? Also, wenn du... Oh, wie soll ich... Was rechnest du mit Baumdiagramm? Prozentsatz. Prozent rechnest du mit Baumdiagramm? Scheiße, ja, mein Akku. Bruder, du rechnest... Dann habt ihr ihn ja auch. Ja. Sag mir, dass er dumm ist. Ich sag, was rechnest du mit Baumdiagramm, gell? Da sagt Prozente und danach ich sag, Prozente mit Baumdiagramm. Scheiße, arme Nikon! Der sitzt im Unterricht, gell? Der Lehrer fragt ihn irgendwas, er beantwortet falsch. Er antwortet Prozentsatz. Prozent rechnest du mit Baumdiagramm? Guck mal, der antwortet so. Scheiße, arme Nikon. Bruder, du. Geil. Rechtswahrscheinlichkeit. Ja, Schule war nie so meins. Auch Lügen ist dein Ding. Aber Gott sei Dank, Bruder, weil man merkt, du bist nicht 18. Welchen Abschluss hast du denn? 3,1. Bruder, der wird immer nervöser. Boah, ich hab's gerade überlegt. Weil ich hab mit dem Jahr davor nachgedacht, aber... Jungs, der ist safe raus. Raus. Sind wir uns einig? Ich kann Dankeschön für 100 Bits, mein Schatz. Was sagst du, Mr. Larry? Raus oder nicht? Ja, raus. Ja? Mhm. Ja. Okay, dann dank dir, dann musst Dankeschön, du einmal rausgehen. Okay, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Also mein Vote ist so ein bisschen... Alright, als nächstes würde ich sagen, hinten links. Ja. Hinten links ganz schnell, ja, der raus. Ja. Also Bruder, wie der angezogen ist... Was sagst du, er? Tattoos, dies, obwohl das. Er könnte... Entweder er oder das Mädchen, glaub ich. Okay. Es kommt jetzt drauf an, was die halt sagen.
ist nicht wie ein 18-Jähriger, Digga. Ja, geht. Ich finde einfach, sein Verhalten wirkt nicht so... Er ist nicht selbstsicher. Aber die Sache ist, wenn sein Vater 86 geboren ist, der ist 8 Jahre jünger als ich. Das heißt, ich müsste einen Sohn haben, der ist 10. Bruder, zart, Alter, Walla. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen, aber... Na, ich glaube... Oh mein Gott, Mr. Larue. Das ist nacheditiert worden. Das habe ich nie so gesagt. Alles gut, ich kann das alles erklären. Wir reden nach Stream. Wir reden später in Stream. Wir reden später. Das kann ich alles so erklären. Ich müsste einen Sohn haben, der ist 10. Boah, der zart, Alter, Walla. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen, aber... Na, ich glaube, der ist es auch nicht. Der ist es safe nicht. Das habe ich auch vorhin gesehen, wie die ein bisschen miteinander, eher mit dem anderen Kollegen und wenn die miteinander befreundet sind. Ja, du hast diese Bullentaktik gemacht. Verstehst du? Ja, 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 ja. Du bist ja immer anscheinend. Deswegen, sollen wir sagen, also raus? Raus, haut mit den Altern nicht hin. Dann dank dir, Bro, aber du müsstest einmal raus. Rausgemacht? Was sagst du denn? Aber vom Alter her haut es halt wirklich nicht hin. Du musst kann sagen. Kann halt sein, dass einfach der Unterschrift bekommen hat für Tattoos. Wenn du sagst raus, dann will ihn raus oder nimm einen anderen anstatt ihn. Nee, dann raus. Okay. Wen raus? Hinten links? Hinten rechts. Der ist so, rechts, der ist so offensichtlich, ja. Ne? Ja. Kannst du ihm das Mikro geben? Hinten rechts. Ich sag dir genau, was du machst. Du machst gerade deinen Realabschluss. Du bist 17 Jahre alt. Ja. Und du willst Kfz-Mechatroniker werden oder du willst nicht, aber du musst. Ich mach Kommunikationselektronik. Du machst mit 18 erste Ausbildungsjahr? Ja. Wie oft bist du sitzen geblieben? 7, ja? Gar nicht. Ich habe ein Fachabi gemacht, weil in Berlin ist es so, wenn du auf dem Gymnasium bist, dann machst du 2 Jahre. Sprich, du machst eine 11. Klasse und dann machst du ein Jahr Praktikum. Fachabi hast du gemacht? Genau. Was ist F von X? Du hast eine Parabel oder eine Gerade und du gibst es an in f von x eine Gleichung. Sinus, Cosinus, Tangens. Sinus, Cosinus, Tangens sind einfach die Winkel. Also zum Beispiel, du kannst Sinus von Alpha, Cosinus von Alpha und es ist einfach um die Winkel. Oder das stimmt auch, aber der ist 17. Aber der warte, 17. Das ist vielleicht 11. Klasse, Bruder. Ja? Kann man noch G-Store und Alpha-Jacke kombinieren? Das sind gar nicht meine Marken. Krass, daran merkt man, dass du die Schatze bist. Über wen läuft dein Handyvertrag? Also mein Handyvertrag läuft... Ich weiß jetzt, es läuft nicht über mich. Könnte ich über mich machen? Ich bin 18. Nein, das Ding ist, ich könnte über mich machen, aber du bist raus, Bruder. Alles läuft über meine Mutter. Ja, warum? Ja, das ist halt so eine Sache. Es gibt auch 18-Jährige, wo der Handyvertrag über die Mutter noch läuft. Ich hatte meinen Handyvertrag auch über meinen Vater. Mhm. Lange. Ja, okay. Du entscheidest. Bruder, wo ich 18 war, ich hab meine Mutter Handyvertrag bezahlt, Bruder. Wann bist du 18 geworden, Cousin? Wann ich am 28.01. Pass auf, was für Briefe waren in deinem Briefkasten, als du 18 geworden bist? Gute Frage. Ich hab erstmal bekommen von Sparkasse, herzlichen Glückwunsch, sind 18 geworden und das sieht man nur auch am Bankautomaten. Also wenn ich zur Bank gehe und Geld abhebe, da steht es immer noch dran. Dann, ich habe einen Brief vom ADAC bekommen, weil ich habe meinen Führerschein mit 17,5 gemacht. Und was stand in diesem ADAC-Schreiben drin? So eine Kundenkarte einfach, die haben mich informiert. Aber das stimmt nicht, ich habe auch mit 17 gemacht. Ja, so ein Schreiben kriegst du nicht. Ich habe auch nicht ganz verstanden, ich habe alles meinem Vater gegeben und... Aber warum habe ich so einen Brief nicht bekommen? Gute Frage, ruf an, frag nach, ich weiß Junge, nicht. Du erzählst uns das Heitere von Himmel, du bist 17. Was waren die anderen Briefe noch? Mehr Briefe habe ich eigentlich nicht bekommen. Mehr Briefe hast du nicht bekommen? Nein, nicht wirklich. Dann bist du raus. Was hast du für Briefe bekommen da? Kein Brief, man kriegt keinen Brief, wenn man 18 wird. Ich habe Hardcore-Briefe bekommen. Was hast du bekommen? Die haben mich ruiniert, Bruder. ADAC. Ich habe auch ADAC-Brief bekommen mit Kundenkarte, weil ich bei Automesse irgendwas unterschrieben habe. Ich schwöre auf alles, die haben mich gefickt. Aber man bekommt wirklich von Sparkasse, man bekommt sogar 10 Euro gut geschrieben auf sein Konto. Ich habe auch so viel bekommen, so viele Briefe, wirklich. Mhm. Wallah, ich bin 18 geworden. Ja. Die haben mich bombardiert. Ich war IAA. Die damals. Haben alle Verträge, die du jemals unterschrieben hast. Ich hab IAA, das ist so automäßig. Ich hab irgendwas unterschrieben bei ADAC. Ich hab, wo ich 18 war, ich hab nicht mal Führerschein, bis heute nicht. Ja. Haben die mir Kundenkarte geschickt. Ja, aber dann ist er sehr authentisch auf jeden Fall. ADAC habe ich auch nicht bekommen. Ich wollte nur gerade sehen, weil ich habe einen Führerschein mit 20 gemacht, glaube ich. Bruder, ich weiß, es ist lange her, als ich 18. Bei denen, die haben Telegramm geschickt. Also ich muss auch dazu sagen, Sparkasse hat jetzt nicht mit dem 18. Lebensjahr zu tun, weil das bekommt man in Berlin auch mit 17, 16. Es kommt auf an, wann du deine Sparkassenkarte hast. Bruder, er ist gar nicht so schlecht. Ja, der ist stabil, Walle. Er lügt gut. Aber er lügt. Er lügt wie gedruckt. Meinst du? Ich finde ihn gar nicht so schlecht, Bruder. Ich habe das Gefühl, er hat Angst bekommen, als ich gesagt habe, dass ich auch mit 17 gemacht habe. Er ist schon schlau, Bruder. Er ist schon schlau. Aber vielleicht erstmal den blauen raus? Ja, stimmt. Oh mein Gott. Voll vergessen. Ja, der blaue muss. Er guckt einfach tot. Was sagst du? Er guckt einfach. Ist raus, oder Jungs? Alle, der ist für mich Geheimtipp, ehrlich gesagt. Oh, das ist 5000 Subs, gell? Ja. Was? Bruder, der ist 14. Ey, was ist der älteste Song, den du von Abdi kennst? Ich sag ehrlich, ich liebe euch zwar, aber ich höre euch nicht wirklich. Ich höre allgemein sehr wenig. Aha, alle, wie link du uns liebst. Was hörst du für Musik? Ich höre sehr viel Türkisch. Was ist der älteste Song, den du von denen kennst, Bruder? Der weiß nicht, Bruder. Ich höre die auch nicht, Bruder, aber ich... Was? Ja, hau.
Ab was? Gut, Gino, voll ernst noch. Weil ich und Abdi, wir lachen schon, gell? Ja, ja, der hat schon Faust gemacht, der war schon voll ernst. Der sagt, Walle, erstmal sagt er die ganze Zeit, ich bin 56. Und jetzt sagt er noch, der feiert meine Mucke nicht, Digga. Sei ehrlich, als alles vorbei war, der ist einfach abgezogen. Nicht mal Tschüss gesagt. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie der Song heißt, aber das, was vorhin gesungen wird, diesen Wurzbach, aber andere Titel kenne ich nicht. Ich kenne wirklich keine Titel. Du kennst den Titel nicht? Gib ihm mal das Mikro. Was ist der älteste Track von dem? Also ich habe noch gestern ein bisschen geguckt. Also ich habe ein paar Lieder ausprobiert und angehört. Bruder, wenn du über 18 bist, kennst du das. Bruder, jeder kennt das. Hast du gegoogelt, wie nimmt man sich als 18-Jähriger? Sag mir einen Namen, mein Bruder, bitte. Etwas mit Gefängnis. Oh Mann, was geht? Die Sache ist, wir haben keine anderen Fragen. Weißt du, wir müssen so fragen, weil es, wie gesagt, es sind vielleicht 2 Wochen Unterschied bei den Leuten. Mhm. Die sind vielleicht alle 17, aber es ist nur 2 Wochen Unterschied. Genau. Das ist es. Man muss irgendwie irgendwas Leute ein bisschen nervös machen. Ach. Jungs, der ist raus, hä? Cello, der ist raus. Ja, leider, ja. Diese Album, aber die heutigen 18-Jährigen, diese 18-Jährigen, die kennen doch auch alle die Chill und Ab die Zeit gar nicht mehr, ja, oder? Die kennen die nicht. Nein, die kennen es doch gar nicht. Guck mal. Also auch 18-Jährige. Besuchstag ist 2011 oder 10 rausgekommen. Mhm. Also Release 2011 oder 10. Auch wenn du 18 warst, 2004 geboren bist, warst du da 7 Jahre alt. Ja. Warst 7 Jahre alt, als der Song rausgekommen ist. Wie willst du das denn kennen? Also, geht nicht. Das geht gar nicht. Also klar, du kennst es vielleicht so von Social Media oder das ist so. Mit 7, Alina? Nein, ich meine später, jetzt mit 18. Ja, später, aber... Hat man bestimmt mal gehört und so, aber so dieses in der Zeit da gewesen... Das kennen die nicht. So. Erst danach, aber das können auch dann 17-Jährige kennen oder 16-Jährige kennen dann mit der Zeit. Ja, genau. Ein neues Album heißt auch Link. Link und Link. Wir sind uns einig. Link und Partner. Okay, dann danke dir auf jeden Fall, aber du müsstest einmal bitte rausgehen. Was sagst du? Raus? Ja, ich will ihn auch rausmachen. Ja? Ja, ja. Aber krass, wer sollte damit sein? Wir sind uns heute sehr einig. Wir sind uns heute sehr einig bis jetzt. Oder ich glaube, hinten rechts, oder er sogar, er. Ich habe das Gefühl, die haben ihn so mit Absicht reingemacht. Weil der wirkt richtig erfahren, Bruder. Lass mal reden. Das Ding ist, er hat ja die Videos gesehen. Ja? Ja, und er hatte sich so diese Steuer... Aber Bruder, 55.000 ist hart. Er hat 55.000 Coins bei FIFA. Vielleicht hat er wirklich keinen Kunden oder so, weißt du, so in dem Bereich. Du bist drittes Layer. Ja. Wenn du Geld aus dem Ausland erwirtschaftest, du verdienst Dollar von YouTube. Ja. Die werden auf deine Konto überwiesen. Was für Steuer zahlst du da drauf? Also Umsatz, das heißt erstmal Umsatzsteuer. Aber die Frage, dann würde ich jetzt, weil diesen Fall hatte ich noch nie. Obwohl, du bist dritte Layer, was hast du denn gelernt bei dir? Warte, weil YouTube ist ja wirklich ein bisschen anders. Wir haben 900 Mandate, wir haben einen YouTube-Mandanten in Hamburg und den betreue ich nicht. Aber du meinst gerade, du musst zuerst was abchecken. Was musst du abchecken? Da schaut man erstmal den Firmensitz, wo Google ihren Firmensitz Irland. Hat. Dann würde ich auch erstmal schauen, ob das steuerfrei ist. Weil bei YouTube-Einnahmen, ich glaube nicht, dass das steuerfrei ist. Das heißt, dass es umsatzsteuerpflichtig ist, gemäß Paragraph 13 dann. Dann steht die Umsatzsteuer. Und da ist jetzt... Doppelsteuerabkommen. Das ist beispielsweise bei Kfz, das kann ich ja also beispielsweise sagen. Kfz-Händler dort, die machen das dann so, dass das ist... Das bin ich natürlich internationaler Warenverkehr. Es fehlen mir die Fachbegriffe. Jetzt hört sich wie erste Layer an. Ja, ich glaube auch erste Layer. Ja, also, dass du gerade am Anfang hast, weil. Bruder, dritte Layer, wir sind in Deutschland. Ich habe zweimal sitzen geblieben. Die Einnahmen aus YouTube sind umsatzsteuerfrei. Umsatzsteuerfrei? Pass auf, Bruder, weil die aus dem Ausland kommen. Okay. Und einen deutschen Pass. In welchem Land bin ich steuerpflichtig? Das kommt auf die beschränkte oder unbeschränkte Steuerpflicht ein. Also, ich vermute mal, dass du über 180 Tage in Deutschland lebst, dass du hier in Deutschland deine Einkommen hast und wahrscheinlich auch mehr hier in Deutschland lebst. Das heißt, du bist unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland, nicht in Tunesien. Er hat recht, Bro. Es gibt das Doppelsteuer. Ich finde ihn richtig überzeugend. Steuerabkommen, Bruder. Aber vielleicht kann man auch mit 17 wissen. Okay, ich habe jetzt mit Sammy zusammen Delarue GmbH gegründet. Sammy und ich zusammen machen 100 Millionen im Jahr. Ungefähr. Mashallah. Bruder, Leimat 20. Was müssen wir an Steuern zahlen? Also das hatten wir nicht, das kriegt man auch erst im dritten Ausbildungsjahr. Bruder, GmbH. Du bist doch Dritte. Ja, das lernt, ich bin Anfang. Aber Bruder, GmbH 30% weiß eigentlich jeder, oder nicht? Chilo, Bro, was sagst du? Ist er 18 oder nicht? Das Ding ist, diese ganzen Steuersachen stimmen halt alle nicht, aber er bringt das so selbstbewusst rüber, dass ich ihm das fast abkaufe. Sache ist ja die jetzt im Ausbildungsjahr. Es stimmt nicht, was er sagt. Teilweise. Es ist so, manche Sachen stimmen und manche Sachen stimmen nicht. Aber manche Sachen stimmen halt wirklich. Okay, okay. Weißt du? Und deswegen geht hier davon aus, dass er im ersten ist oder im zweiten. Die Sache ist, es kann wirklich sein,
Jetzt abgesehen, ob er es ist oder nicht, es kann wirklich sein, dass er im dritten Lehrjahr ist. Ja. Also wirklich, weil er weiß Sachen. Ja, ja, aber... Und du weißt ja nicht, ob die Leute auch manchmal, ich will es jetzt nicht, jetzt sag's jetzt einfach, manche Leute sind einfach dumm. Nein, nicht dumm, sondern vielleicht einfach schlecht in der Schule. Schlecht in der Schule oder dumm, es gibt auch. Nein, nicht dumm. Es gibt's, dass Leute dumm sind. Ja, nein, man ist nicht automatisch dumm, wenn man Sachen nicht weiß. Okay, ich gehe jetzt Malaysia-Impfung machen, vielleicht werd dann schlau. Ja. Aber Bruder, er labert nur Scheiße. Ja, okay, dann hat er viel geschwänzt. Aber er labert gut Scheiße. Also, Janni, er labert gut Scheiße. Souverän. Er labert erwachsen Scheiße, aber er labert nur Scheiße. Guck mal, weißt du, was ich glaube? Vielleicht ist er wirklich 19 und er macht dieses. Er ist wirklich Steuerfachangestellter, aber er interessiert sich. Er interessiert sich gar nicht dafür, weißt du? Sondern hat von seinen Eltern gesagt bekommen, da verdienst du ganz gut Geld. Mach das. Du kannst in der Ausbildung. Du bist ja voll geballert von diesen ganzen Informationen. Ja, aber vielleicht hast du wirklich so im ersten Jahr das, im zweiten Jahr. Vielleicht interessiert ihn das privat gar nicht so. Was hast du für einen Durchschnitt? Durchschnitt weiß ich nicht, aber ich bin 3, also Rechnungswesen 2, Steuerlehre, das größte Fach habe ich eine 4 und sonst eine 3. Ja, siehst du, Steuerlehre hat eine 4. Aber das, man muss auch sagen, das Steuerlehre ist auch echt ein heftiges Fach. Bruder, der ist 9. Ich glaube dem das irgendwie. Dann lass jemand anderes befragen. Ja, Bruder, dann jemand anderen. Der ist für mich schon mal der Hauptkandidat. Wollen wir den Sidechain-Typen rausvoten? Ja, Bruder. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn als Hauptkandidaten mitnehmen, wenn er schon mal da war, weißt du? Obwohl, doch, das hatten wir schon mal. Echt? Ja, ja. Wir hatten bei Paar schon mal jemanden aus einer Psycho-Folge. Ja, die haben Erfahrungen, habe ich gemerkt. Die können gut so diese bei Mutter können das gut. Ja, die haben schon was? Guck mal, merkst du, wie müde ich bin? Ja, ja, richtig. Ja. Richtig Bruder, gib mir 2, 3 Chancen, stark, bevor die reinkommen. Ja, ich würde die rausbauen. Ich auch. Bruder, wie alt bist du nochmal? Ich bin 18. Ja! Was sagst du über den? Er ist auch für mich raus. Ja, ich Seit wann? Seit 2 Wochen knapp. Warum hast du heute wieder mitgemacht? Weil wir einen Volljährigen brauchten. Achso, dann hast du dich beworben? Ja, warum nicht? Ist doch cool. Ja, du kennst mich schon. Und das kann gar nicht sein. Die haben genau extra bei Wer ist nicht volljährig an dich gedacht und dich dann gerufen, mein edler Bruder. Bruder, ich bin doch auch Link, Mann. Weil es ist halt einfach lustig, weil ich bei Drillinge gesagt habe, dass ich 17 bin und jetzt in der Zwischenzeit. Also von allen Volljährigen denkst du, haben sie dich gerufen. Krass. Okay. Krass. Ja, ausgewählt. The Daywalker. Der 17-jährige Daywalker. Hart. Ja, ich würde auch sagen, raus. Ja, Bruder. Ja, ich auch raus. Aber du hast schöne Schuhe an. Alright, dann müsstest du. Warte, wenn er wirklich in der anderen Folge gesagt hat, dass er 17 ist. Was sagst du? Kann es ja wirklich sein, dass er jetzt 18 ist. Ja, Alina, du musst einen rauswählen. Das ist jetzt wird's. Ja, aber das ist blöd, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will ihn nicht raus, dann muss ich einen anderen wählen. Aber ich will den anderen auch erstmal anhören. Ja, du musst jetzt halt. Das ist darf ich zum Beispiel sagen, ich behalte ihn noch drin, aber ich kann die anderen jetzt noch hören? Nein. Ja, aber dann ist doch blöd. Ja, du musst dich aber für einen jetzt entscheiden. Ach Mann. Und das geht dann. Ich wollte den hinten noch hören. Es geht dann ratzfatz. Ich wollte das Mädchen noch mal. Ja, warte mal, wer ist denn alles noch drin? Dann raus. Mädchen ja, Bruder. Ja, ich auch raus. Aber du hast schöne. Ach so, ja, der Türke. Ja, den lasse ich drinne. Der Steuertyp auch. Dann das Mädchen. Das müsste ich jetzt noch mal hören. Und ihn. Ja, das Mädchen müsste ich jetzt noch mal hören, um über ihn zu entscheiden. Du musst aber jetzt einen rauswählen. Können wir nicht das Mädchen kurz anhören? Nein. Aber das ist. Der Schuh an. Alright, dann müsstest du einmal. Ja, du musst jetzt entscheiden. Ach Mann. Weil du musst ja genauso machen wie wir, weißt du so? Ja. Einer muss raus. Ja, raus. Raus? Raus. Okay. Raus. Fertig. Alina, ich brauch was. Ich brauch ein... Hallo, ich brauch was. Okay. Lass mich nicht in den Chat gucken, Alina. Ich guck nicht. Kommt er raus oder nicht? Es liegt komplett an dir. Was du jetzt als nächstes sagst, egal was, das ist einfach so und wir gucken weiter. Ist der raus oder nicht? Er ist raus. Er ist raus, fertig. Bitte rausgehen. Oh Mann, ich oh mein Gott. Ich glaube. Alright, 3 Leute sind noch da. Ja. Ihr wolltet mit Vis-a-vis reden? Ja. Schöne Grüße an Vis-a-vis übrigens. Legende. Was ist der älteste Song, den du von Chill und Abdi kennst? Das wird jetzt peinlich, weil ich kannte die beiden davor nicht, also nur von den Videos. Von welchen Videos? Also von deinen Videos halt oder so. Die beiden? Moment. Die beiden? Ja, oder? Die waren noch nie da. Oh Mann. Okay. Was ist der älteste Song von mir, den du kennst? Ich kenne auch keinen Song von Bruder, dir. Bruder, die ist niemals 18, Cousin. Wieso? Die muss Sami seine Lieder kennen, Bruder. Warte, aber das muss... Ey, jetzt hat Abdi mich zum Elvis Presley gemacht. Du bist... Ja, aber man kennst du das nicht?
sagen wir mal jetzt von Chile und Abdi, irgendein vielleicht, mit 19, die sagt, sie ist 19. Ja, ja, 19, nicht weiß mal. Weiß ich nicht, Digga, also man muss schon vielleicht irgendwas mal gehört, nicht gehört, songmäßig, fanmäßig. Und wenn nicht von denen, dann mindestens von dir. Oder, weil, guck mal. Weil du kommst ja auch so. Weil, guck mal, Chile und Abdi haben ja auch Nemo gemacht und gerade so 19, ich weiß nicht, das kennt man vielleicht, nie wieder ist mit Abdi. Nie wieder, das ist mit Abdi der Song, weißt du? Also vielleicht, man kennt ihn. So haben wir gesagt. Sie wissen, was ist der älteste Haftbefehlsong? Wirklich gar nicht meine Schiene. Lieder kennen, Bruder. Warte, aber das muss sie wissen. Was ist der älteste Haftbefehlsong? Wirklich gar nicht meine Schiene. Ich kann euch nichts. Achso, okay, ist nicht geil. Du hast recht. Was hörst du denn für Musik? Keine Ahnung, ganz normal. Drake, irgendwas, sowas. Ich glaub, sie ist 17. Ja, das ist doch noch dieses Alter, wo du ja noch nicht entschlossen bist. Stellt mir gern Fragen. Du hast Führerschein? Ja. Was ist die Motorkontrollleuchte? Ja, ich bin eine Frau, ne? Hallo, excuse me, wir haben 2022. No. Hast du deinen Mann gehört, Junge? Was hast du gesagt? Excuse me, wir haben 2022. Hey. Nein, die ist für mich jetzt raus. Was ist, Alina, was ist eine Motorkontrollleuchte? Eine Motorkontrollleuchte ist die Kontrollleuchte auf dem Anzeigebrett, die dir zeigt, dass dein Motor einen Schaden hat. Fast richtig. Weißt du, wie oft die bei mir schon geblinkt hat? Ja, ich weiß nur, wenn die blinkt, ich muss in die Werkstatt. Ja, mit Autos kenne ich mich nicht so gut aus. Du hast doch gerade über Ölwechsel geredet, du hast doch geredet wie Ding. Ich kann dir aber nicht alles sagen. Was ist eine Motorkontrollleuchte? Wenn was am Motor. Maus. Kupplung, bitte, erste Gang einschalten, bitte. Ja, also ich drücke auf die Kupplung, dann gehe ich in den ersten Gang rein und dann lasse ich die Kupplung kommen und gehe gleichzeitig aufs Gas und die dann fahre ich los. Oder es kann auch sein, dass sie einen Führerschein, dass sie ihn hat, weißt du? Oder die macht gerade Führerschein, aber nur Automatik. Ja, ich habe wirklich Automatikführerschein gemacht. Also ich hatte 10 Stunden mit Schalter und den Rest Automatik, die Prüfung auch. Und deswegen bist du raus? Nein. Doch, du bist raus. Du hast doch deinen Führerschein mit, warte, sie ist raus. Warum? Das ist erst ab 2020 oder so eingeführt worden. Ja, nein, 21 im März. Ich durfte das noch machen. Ich habe mich davor angemeldet, aber durfte es tatsächlich noch machen. Du hast doch gesagt, du hast deinen Führerschein mit 17 gemacht, oder nicht? Nein, habe ich nicht gesagt. Sondern? Habe ich eigentlich nicht mit 18 habe ich den gemacht. Krass, doch, da hat recht. Da war was. Mit 17 hat die Lippen gemacht. Genau. Die macht jetzt einfach schon 18 und so. Ja, du hast sie entlarvt, Achi. Also, ich habe den 2021 im Frühjahr angefangen und ich war zwar schon drin, aber mein Fahrlehrer hat mir das quasi ermöglicht, dass ich quasi dann noch, keine Ahnung, 38 Euro... Seid mal ehrlich, so ein Stream mit Chelo und Abdi. Boah, das wäre so witzig. Sei mal ehrlich, so ein Stream mit den beiden Jungs, Digga, das wäre so cool, das wär Digga. Das wäre aber dick anstrengend auch. Das Lemmy würde 100 Mal wach werden. Du musst bei meiner Mutter schlafen. Ja, safe. Chill und Abdi hier bei mir zu Hause, gell? Das wäre der Abdi, der hätte irgendwas da hinten mit Hantel rumgemacht. Oh der Chelo hätte. Oh, ne Waterdrop, zeig mal. Damals, als ich noch jung war, da wurde Capri-Sonne erwunden. Ey, du musst die einladen. Ja, das wäre lustig. Schlatt die ein. Oro waren es, glaube ich, beim. Boah, es waren 38. Boah, wie link in der Fall. Das war so eine Detail-Notlüge. Ja, ich lade dir ein, Dre. Ich lade dir ein. Wenn man es mir glaubt. Ja. Hey, Chelo Abi hat gesprochen. Sorry, du bist nett. Du siehst aus wie Visavi, Legende von Deutschrap-Redakteuren. Erkundigt euch, Kids. Einen fetten Applaus auf jeden Fall. Nein, was sagst du? Ja. Ich hab deine Sendung kurz übernommen. Entschuldigung, Bruder. Ich weiß nicht, Bruder. Ich weiß gerade nicht. Was sagst du? Also, Bruder, nur vom Aussehen gebe ich ihr 16, Bruder. Aber es könnte schon sein, dass sie 19 ist. Also, ich würde sagen, der Kollege ist. Ich glaube, er ist volljährig, ne? Ja, ich auch. Ich bin auch volljährig, meinst du? Und ja, der auch. Ja, dann sind wir uns ja einig. Dann kann sie ja gehen. Aber sie würde ich noch nicht direkt rauskicken. Aber würdest du sagen, er zuerst? Okay, warte, sorry, Bruder. Wenn du 2002 geboren bist, wie alt bist du? Naja, bin ich ein Jahr älter, also bin ich dann 20. Aktuell. Oh, ein Jahr älter. Ein Jahr älter, logisch. Weil wir das ja vorhin gesagt haben. Krass, wie link. Ja, wenn sie dann so. Ich weiß gar nicht selber. Nee, sie ist raus. Warte doch. Ja, ich würde erstmal Mitte raus, oder? Die Mitte, ja. Ja, was? Ist zu offensichtlich, glaube ich. Spandau ist. Du hast ja noch Zeit, bis wir einen rausvoten, weißt du? Stabilste, 17-jährige Spandauer. Ja. Okay, dann müsstest du einmal bitte rausgehen. Ich hätte ihn nicht rausgemacht. Ich hätte statt ihm das Mädchen raus. Du musst jetzt einen rausziehen. Ja, das Mädchen. Willst du sie raus? Ja. Okay. Warum grinst du so? Ja, weil es jetzt Finale ist. Puh, Finale, Jungs. Ich habe eine gute Frage. Das Ding ist, ja, frag. Würdest du mit ihm was anfangen? Nein. Würdest du mit ihr was anfangen? Warum? Alter, machst du gerade wieder. Gib mir mal das Mikro. Dieses Street-Tinder. Bumping Monkey. Warum?
Warum? Weil ich doch in der Ausbildung bin und ich will doch erstmal mein Leben aufbauen. Okay, okay. Und du jetzt? Ich bin vergeben. Alle, ich dachte jetzt, weil die eine sagt, weil er minderjährig ist. Ja, dachte ich auch, dachte ich auch. Digga, das wäre krass, Bruder. Aber keiner hat ihn gebracht, Digga. Guck mal, das wäre doch der Ausschlusskriterium. Würdest du mit ihm was anfangen? Nein. Würdest du mit ihm was anfangen? Nein. Warum? Ja, weil er minderjährig ist. Dann wüsstest du, Ale, die Person ist dann volljährig. Ja, ja. Weißt du? Guck mal, 144 Aber wenn die schlau gewesen wären und schnell reagiert hätten, hätten die es automatisch gesagt. Ja, aber die haben nicht reagiert. Ja, die haben nicht aber reagiert. Das wäre doch... Das heißt, keiner von denen ist volljährig geworden. Ja, aber wenn einer von denen volljährig wäre, das wäre doch die schlauste Antwort, die man bringen könnte, auch um uns zu verarschen, wenn sie nicht volljährig wären. Aber guck mal, ich denke, wollt ihr was miteinander haben, ja? Nein, nein. Perfekte Antwort. Warum? Natürlich, weil der Gegenüber von mir minderjährig ist. Ja, ja. Verstehst du? 144 Ja, aber für die ist es ja nur ein Jahr Unterschied. Ja. Oh, ich sag dir ehrlich, ich glaube rechts ist es. Also volljährig. Er ist auf jeden Fall definitiv. Der ist sogar vielleicht 19, wer weiß. Der hat das auch mit diesem Steuerding, der hat du zwar fast gar kein Wissen, aber du hast das sehr, sehr, sehr schlau delivered irgendwie. Der braucht Buch. Der hat gute Sitzfleisch, der kann sich lange konzentrieren, deswegen. Ja. Zeig mal dein Armband, was ist auf dein Armband? Ich bin 17. Pandora-Armband. Okay, ich sag, also ich bin für rechts. Das ist der 18-Jährige ist, gell? Ja, oder Sammy, was sagst du? Bruder Waller, ich weiß es nicht. Bruder, diese 50.000 von ihm haben mich hart konzentriert. Ja, das stimmt, Bruder, aber... Ja. Ich gehe mit links. Meinst du? Ja! Nein. Ich gehe mit links. Ich weiß nicht, Bro. Aber bei Frauen kann man schwieriger einschätzen. Vor allem, sie hat noch eine Zahnspange drin. Der Zahnspange, Walla, ja. Die Dame ist es, weil bei... Dame volljährig? Bruder. Nein. Minderjährig. Was sagst du, Chelo? Aber ich sag immer das, was Chelo sagt sowieso. Ich sag, macht Einzelkampf. Du bist auch krank, Bruder. Ey, die Sache ist, der wusste gar nichts, Bruder. Bruder, aber so ein paar Sachen wusste er. Das Ding ist, er ist halt so offensichtlich nicht 18. Mann, so, also man denkt was erst sagst du? Ich sag sie. Was sagst du, Aga? Ja, was, ich sag der Bruder. Dann ihr beide sagt, er ist 18? Ja. Bruder, wir machen hier Nafri United, du weißt, jawohl. Bruder. Seid ihr für links? Wir gehen auf links. 51er trifft Straße. 51er trifft Straße, Junge. Also. Ich und Abdi, Okay. Wir sagen die Dame. Mhm. Nahim und Chelo, das gab's noch nie. Ja. Dreddys, es gab's noch nie, dass ich und Nahim uns nicht einig waren. Ich und Nahim, wir waren uns nicht einig. Eigentlich immer ich und Nahim gegen die anderen beiden. Weißt du, wie zum Beispiel Abu Rohat. Ja, du hast ja die Dame rausgewählt, du willst entweder den Türken oder denjenigen, den Nahim und Chelo ausgesucht haben. Das Problem ist, ich bin so krass auf den, der schon mal da war bei Erkenne die Drillinge. Das ist und leider zu spät, Alina. Ich bin mir in meinem Kopf, ich bin mir so sicher, dass er das ist. Es ist aber und leider jetzt muss zu ich spät. Aber jemand anderen nehmen und deswegen nehme ich den Türken. Okay, also ich, wie gesagt, jetzt hätte ich so für euch YouTube-Zuschauer, Nahim und Chelo, ich und Nahim, wir waren noch nie verschiedener Meinung. Und heute ist der erste Tag, wo wir verschiedener Meinung sind. Scheiße, okay, dann müssen wir Schnickschnack-Show machen. Bis drei oder bis eins? Bis eins. Okay, Schnick, Schnack, Schnuss. Bam! Das heißt, wir den ja, richtig scheiß auf, Bruder. Hauptsache, du hast Sünde gemacht. Okay, das heißt, du müsstest einmal rausgehen und das heißt, wir denken, du bist ich der echte 18-Jährige. Ich weiß komplett, dass ich Unrecht habe. Das tut mir so leid, Leute. Das tut mir so leid. Das heißt, wir denken, dass du die Wahrheit sagst und jetzt wird aufgelöst, wer der tatsächliche Volljährige ist. Das ist so safe, der, ja. Alina hat sich für ihn hier entschieden. Nein, für den anderen, für den. Für den hier? Ja. Für den hast du entschieden? Genau. Okay, Alina lockt den hier ein. Krass. Was? Hart. Warte. No way! Nein! Ey, ich hab ganz am Anfang gesagt, die ist... Walla, wer beliebt nicht in mich? Ich hab ganz am Anfang weißt gesagt, du, wie ich Nahim fertig gemacht hab? Wie kannst du an Herrn de la Rue zweifeln? Ich bin Detektiv Ermissen Haram. Ich wurde geschrumpft wie Detektiv Con. Ich bin Konogaguaguagua. Ich bin's de la Rue, aka Fuchs la Rue, aka Fuchs la Rue. Mich kriegt niemand. Ich bin's. Der Fuchs der Füchse. Nahim, der war geschockt. Ich war's. Wir haben trotzdem verloren. Weil die nicht auf uns gehört hat. Oh mein Gott. Ich lieg nie falsch. Wir es trotzdem tut stark mir gemacht. So leid. Es tut mir so leid. Nein.
du Trostpreis. Und immer wenn der Mond scheint. Oh, noch nie falsch gemacht. Oder er hat es gut rübergebracht. Okay, ihr habt die krasseste Lebenserfahrung. Erinnerst du dich, dass ich ganz am Anfang gesagt habe, es ist 100% sie, ja. Aber sie sieht auch aus wie eine 19-Jährige. Nein, sie sieht gar nicht aus wie eine 19-Jährige. Vielleicht auch über den Bildschirm voll. Die sah aus wie 16. Die Sache ist nur, der andere, der sah noch jünger aus, der im Finale war. Und der Bruder, guck mal, Dreddies, es ist so, ab 250.000 Euro im Jahr bezahlt man Reichensteuer. Ja, und er hat gesagt, nur ab 50.000. Ah, okay. Und 50.000, da zahlst du noch keine Reichensteuer. Und dann hast du auf dein Herz gehört. Da zahlst du vielleicht 15% Steuer, ja. 20% Steuern. Aber erst ab 250.000 Euro im Jahr zahlst du die 45% Steuer, Spitzensteuersatz. Okay, okay, okay. Ey, lass doch mal den Moment genießen. Ja, aber ich war eigentlich auch für sie, aber dann war ich so... Er hat mich überredet, seine Chance. Ja, Bruder, Mutter, ja. Wir genießen doch gerade den Moment. Warte doch mal kurz. Oh, warte, ich muss jetzt erstmal Nella-Tee trinken. Bruder, siehst du, sogar ich bin schon zu alt dafür, Bruder. Ja, krass. Jetzt will ich das wahre Alter von euch wissen. 16. Ich bin 16. Ich bin 17 Jahre alt, alles hat gestimmt, außer mein Alter. Pass auf, er ist wirklich dritter Ausbildungslehrer. Hör zu, das ist ja jetzt interessant. 16. Sie ist 16. Ich bin 16. Ich hab's gecallt. Ich bin 17 Jahre alt, alles hat gestimmt, außer mein Alter. Welches Ausbildungsjahr? Dritten. Digga, das stimmt so gut. Boah, ich bin 17, alles blöd. Wow, ab 17 schon. Ich wusste auch, dass der labert. Aber ich muss Klasse, sehen, ich mach Abitur 3 Jahre. Ich hab 10. Klasse wiederholt. Wie schlimm, Bruder, ich auch. 7-mal aufstehen, 7-mal fallen, 8-mal aufstehen. Ja, ich bin auch 17 einfach. Sie haben mir keine Fragen gestellt. Sorry, Dankeschön, Bruder. Mann. Du musst lügen noch, gut üben. Wann wirst du denn 18? In einem Monat. Oh, ach so, knapp, ist noch dieses ja, Jahr. Knapp. Ach so, krass. Guck mal, wie knapp, weißt du? Mhm. Er wird 18 in einem Monat. Ja. Also so schlecht warst du gar nicht. Ja, ja. Er war schon erwachsen. Ja, ich wusste, dass er so auch von dem, was er erzählt hat, dass es gestimmt hat. Ja, er war schon erwachsen. Und am Ende wusste ich aber, dass er das trotzdem nicht ist. Aber ich war, also die Frau war ich ganz am Anfang, habe ich gesagt, sie ist es. Aber dann habe ich gedacht, als dieser Typ gesagt hat, im letzten Video war ich 17 und jetzt bin ich einfach 18. Mhm. Das hat sich so echt angehört, ja, dass ich dann so war, oh ist, krass, er war das vielleicht ja, doch. Aber er ist ganz cool. Nächste Monat ist er 18. Ja, also ja. Das meine ich ja. Ja, das ist krass. Guck mal, wie schwer es zu erkennen ist, ob jemand jetzt noch 17 ist oder vielleicht in 3-4 Wochen dann 18 ja, ist. Ja, Mann. Das ist knapp, das ist so knapp. Ja, also ich bin 19. Digga, ey, bin die oh Volljährige, trotz Zahnspange. Also ich schnapp die wussten es, nur kurz so. Ja, ich bin 14. Was? Was? Also ich schnapp die wussten es, nur kurz so. Ja, ich bin 14. Was? Guck mal, wie beleidigt ich bin. Oh Volljährige, trotz Zahnspange. Also ich schnapp die wussten es, nur kurz so. Weißt du? Guck mal, wie beleidigt. Die Diva. Ich war sauer auf Naim, dass er nicht auf mich gehört hat. Und guck mal, wie Naim guckt. Der war einfach. Ich war ja sauer auf ihn. Ich war sauer auf Naim, Dreddy. Ich war sauer auf Naim, weil er nicht auf mich gehört hat. Guck mal, immer im Laufe von Erkenne den, Naim hat immer zu mir gehalten. Wir waren ja mit Abo und Rohat da, gell? Ja, wir waren mit Abo und Rohat da, gell? Ja. Und ich habe mich ja gegen Abo gestellt. Ich habe gesagt, nein, die andere Person ist es. Ja. Und Naim hat gesagt, wenn Sammy sagt, ich gehe mit ihm. Weißt du? Okay, okay. Und in dieser Folge, zwar die erste Folge, wo gesagt hat, nein, nee, Sammy, ich bin er anderer Meinung. Ehekrise. Krass. Ja. Ja, ich bin 14. Was? Geschossen. Bruder, komm, hab ich nicht sogar gesagt, 14? Bruder, ja. Ist 12. Oh mein Gott. Ich gehe in die 9. Klasse und bin 2008 geboren. Sammy, was macht man so mit? 2008 geboren, Digga. What? Das ist krass. Ja, Leben genießen. Das war heftig. Weißt du warum? Walla, wie Schock. Ich hätte niemals gedacht 14, ich gedacht 16. Okay, ey, habt ihr alle richtig stark gemacht. Leider lagen wir falsch heute. Aber nein, sehr geil. Richtig, Bruder, lass mich nochmal. Sing es wieder. Ey, du bist so sauer auf ihn gewesen. Leider lagen wir falsch heute. Nein, ich lag richtig, Bruder, lass mich nochmal. Sing es wieder. Wir verlieren gemeinsam, Bruder. Hättest du auf mich gehört, Bruder? Ich war sauer, ich sag dir doch. Egal, man kann nicht immer richtig liegen, weißt du? Das Ding ist, alles von ihm hat ja gestimmt, weißt du? Deswegen, wir waren schon... Bruder, lass mal. Bruder, die sind doch von Link und Link, Alter. Applaus auf jeden Fall für alle. Ja, stabil. Bravo. Dann dankt euch auf jeden Fall, habt ihr alle stark gemacht. Wenn ihr was erwähnen wollt, könnt ihr das jetzt machen. Instagram navid.hzd. Seid ehrlich, wie fandet ihr die Folge, Dreddies? Richtig gut. War cool, ja? Ja, die war geil. Mein Instagram ist Joey auf Insta, mein TikTok Joey auf TikTok. Ganz wichtig, folgt mir auf TikTok. Alina soll singen. Alina muss entscheiden, ob sie singen soll. Nein, leider. Ich sehe eure Nachrichten, ich ignoriere. Ja, pass auf, man kann nicht so auf Knopfdruck singen. Das funktioniert so nicht, Dreddies. Sag einem Mechaniker, der soll jetzt was mechaniken.
What's Nick? Und ich grüße Julian und Ben. Hallo, mein Insta ist atalay.44_. Und ich grüße Yves, Paco und Levent. Ich habe kein Insta, aber schöne Grüße an meinen Cousin, an meinen kleinen Bruder Darian und an meinen Jungs. Marshall hat kein Insta. Ja, krass. Aber ich weiß warum. Das Finanzamt mich sieht, wie er lebt und so dies dann. Ich grüße Sina und Döber. Du hast heute 500 Euro gewonnen, weil du Lügner bist. Weißt du wenigstens, wie du die 500 Euro versteuern musst? Dank dir auf jeden Fall. Dank euch, Jungs. Ja. Leider lagen wir falsch, aber... Ich schlag richtig. Immer noch. Lag wenigstens richtig. Ja, also wie gesagt, wir... Habt ihr schon nach umarmt gesagt? Ja, wir waren alles verwirrt, gut. Wir lagen alle falsch aus, Sasami und alles. Ja, Mann. Aber ey, es war auch heute... Ey, wie lustig das aussieht, gell? Wenn ich stehe, ich bin fast so groß wie die, wenn die sitzen, gell? Es fällt so gar nicht auf. Ja, es fällt so gar nicht auf, dass die sitzen, gell? Wir lagen alle falsch aus, Sasami und alles. Ja, Mann. Aber ey, es war auch heute schwer. Guck mal, es waren 8 Leute heute da. Ja, ja, also für euch war es schwer? Ja, ja, für uns war es schwer, aber für die nicht. Hättest du auf uns gehört, Nahim? Sag dir ehrlich. Ab jetzt musst du immer auf ihn hören, Bruder. Ja, Mann. Alright, dann war's das gewesen mit dem Video. Check die aus, alles von denen in der Videobeschreibung drin. Denkt dann am 20.11. kommt, Jungs, die krasseste Sightunes-Kollektion online. Wird geisteskrank. Sehr krass. Wird sehr, sehr geisteskrank. Check das mal von den Jungs. Auch in der Beschreibung drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned, Digga. Nice, sehr, 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 sehr coole Folge, Digga. Mach mal hier einen Daumen nach oben bei dieser Folge. War sehr krass. Guck mal immer, Sammy macht jede Folge und nochmal. Ihr seid so süß.